So, Jungs, im nächsten Part angekommen. Ich habe jetzt zum Stand von gestern für euch meinen Minecraft neu gestartet, weil die Ruckler einfach echt extrem anstrengend waren. Ich auch immer noch keine Ahnung hatte, wo die herkamen. Aber ich habe jetzt hier meine anderthalb sechs Holz, Alter. Und habe mir jetzt gedacht, und es fängt schon wieder an, oh nein. Hab mir jetzt gedacht. Kann es sein, dass manche Bäume wachsen, ohne dass das Laub spawnt, was eigentlich dazugehört? Verwirrend. So, auf jeden Fall habe ich jetzt gedacht, dass es da dort so ein bisschen nach hinten geht und man hier so eine kleine, ich würde sagen, Vorhütte ranbauen kann, in Anführungszeichen. Beziehungsweise, dass hier so ein kleines Vorderdach ist. Ihr könnt euch das, glaube ich, alles noch nicht so vorstellen. Diese Lags sind echt krass. Krass einfach. Einfach nur krass. Leute, ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Was denkt ihr, woher diese Lags kommen können? Also wirklich, ich verstehe es halt null. Weil im letzten Part hat es auch super funktioniert. Und plötzlich habe ich so eine Standruckler die ganze Zeit und weiß halt auch absolut gar nicht, woher die kommen oder warum die da sein könnten. Und es verwirrt mich auch. Aber ja, wie gesagt, falls ihr das wisst, einfach mal unten in die Kommentare damit. Das Ding ist, das sieht für euch jetzt hier alles übelst komisch aus, glaube ich. Und ihr könnt euch da noch gar nichts drunter vorstellen, so richtig. Aber Leute, ich hier, ne, der Profi, der hat schon übelst den Plan. Und ich glaube, das wird fürs erste Haus auch ein bisschen ziemlich sehr groß. Aber dafür habe ich ein Single-Player-Let's-Play gestartet. Dafür, dass wir eben so eine Großprojekte haben können, ohne dass ich irgendwie Stress habe oder so, dass ich das beenden muss. Oder dafür halt nicht genug Zeit habe, so. Deswegen. So. Ich glaube, auf der Höhe sind wir damit, ja. Und dann gehen wir mal hier jetzt schon einmal eine Treppe. Dann machen wir einmal so. Genau, im Prinzip kommt da unten dann immer eine Treppe. Treppe. Warte. Nee, jetzt bin ich verwirrt. Da unten eine Treppe. Dann gehen wir hier einmal so hoch. Und dann kommt hier. Da kommt wieder eine Treppe. Im Prinzip so. Dass da wieder eine Treppe kommt. Und 2, 3, 4. Och nein, das ist falsch. So. Denn wie ihr wisst, das darf ja nur 3 sein. So. Und dann kommt hier eine Treppe. Und dann könnte man das hier so ein bisschen schräg bauen. Schräg bauen. Ich weiß nicht. Wir gucken mal, aber ich glaube, das bekommen wir gut hin. Ich lasse das so. Dass wir das hier so ein bisschen schräg machen im Prinzip. So ein bisschen rum, um die Ecke. Und dann könnte man hier von da aus gesehen dann einmal so gehen. Und hier im Prinzip den nächsten Balken setzen. So, dass der gegenüber ist. So hier. Genau. Und der geht dann im Prinzip. Der ist richtig kacke dann im Berg integriert, ne? Das sieht dann überhaupt nicht geil aus. Dann würde ich sagen, dass wir einmal da abbauen. Und dann so machen. Einfach so. Und das dann da hochführen. So. Hopp. Dass wir nämlich hier dann im Prinzip so eine kleine Abrundung haben. Vielleicht könnte man daraus so eine Art Turm machen, in Anführungszeichen. Aber mal gucken, was sich daraus bilden lässt.
Ich will auch hier ein bisschen mit dem Terrain bauen. Also ich will eigentlich nicht viel davon abbauen oder so, damit ein geiles Haus aufpasst. Weil ich bin der Meinung, dass es je nach darauf ankommt, wie man es in dem Terrain einbaut. Und das Ding ist, wenn man einmal dieses hier die Landschaft wegmacht, kann man sie halt nicht wiederholen. Aber wenn wir sie einfach da lassen und damit bauen, dann wäre das, denke ich, viel, viel geiler. Und so mache ich das ja jetzt hier auch. So, dann machen wir hier wieder drei rein. Dann hier noch einen Balken und dann gehen wir erstmal wieder drei raus. Und so nämlich der Innenplatz ein bisschen klein. Dann hast du hier so Eingang. Kannst du sie vielleicht zur Seite, hast dann hier so Glasscheiben und sowas. Dann kannst du hier lang. Und hier kommt dann im Prinzip, keine Ahnung, irgendwas Großes hin oder sowas. Mal gucken, irgendein großer Raum. Mal sehen, mal sehen. Und hier würde ich es erstmal so, so machen. Und hier vorne kann man dann wieder so eine Art Anbaute, in Anführungszeichen, mein Holz ist leer. Und dann könnte man da wieder so eine Anbaute, in Anführungszeichen, machen. Ich denke mal, das wäre richtig fett, wenn dann... Boah, das kann schon mal richtig gut werden, wenn ich es gut hinbekomme. Und hallo, lieber gespawnter Baum, ich gehe mal kurz ins Bett, bevor hier irgendwo ein Creeper kommt oder so. Derzeit trinke ich einen Schluck, Alter. Weil ihr wisst, trinken ist gut. Das Ding ist, Leute, ich habe noch gar keine Ahnung, wie dieses Let's Play Uncut bei euch ankommt, weil ich habe ja früher, wo ich die Bellross Videos gebracht habe, habe ich ja auch nie, also nie Uncut gebracht, glaube ich. Nie wirklich. Und dann ist es ja jetzt hier auch noch ein bisschen, ich will nicht sagen langweiliger als Minecraft, weil ich denke mal, so ein Let's Play in Anführungszeichen kommt halt immer darauf an, wie der Zuschauer da eingebunden ist und wie er sich das anguckt. Und vor allem nach ein paar Folgen wird es, glaube ich, vor allem für euch so immer interessanter. Und daher würde ich fast behaupten, dass, also ich als Zuschauer könnte sie mir auf jeden Fall angucken. Und ich würde mir, glaube ich, also man muss mir jetzt no abgehoben davor setzen, würde ich mir ein Let's Play von mir angucken, würde ich es, glaube ich, sogar richtig gerne angucken, weil ich da richtig Bock drauf hätte, ich weiß nicht. Ich würde mich als übel geile Person dafür einschätzen. Das klingt übelst abgehoben und übelst, als wäre ich mega selbstverliebt so. Habe keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll sonst. Und, da habe ich ein bisschen aufgestoßen. Und außerdem soll man ja auf seinem YouTube-Kanal bekanntlich das machen, was einem Spaß macht, Leute. Und das habe ich auch schon gesagt im letzten Video, dass ich das jetzt machen will. Und ich habe so Bock drauf, mir dieses, keine Ahnung, es ist jetzt, Leute, ich bin ehrlich mit euch, es ist gerade Freitagabend. Ich war heute Zeitungen austragen, war heute schon bei meiner Freundin, bin hin und her gefahren, hab meinen Hund, vor allem muss ich meinen Hund heute früh noch rauslassen, also ich bin von meiner Freundin nach Hause und dann wieder zu ihr und dann wieder nach Hause und dann war ich Zeitungen austragen, hab danach noch Bewerbungen abgeschrieben und abgeschickt, eine wichtige Bewerbung, also wirklich eine echt wichtige Bewerbung und mein Holz ist schon wieder leer. Also ich glaube, das macht nicht wirklich Sinn, hier auf Holz zu warten die ganze Zeit. Das Ding ist, ohne Holz kann ich hier halt nicht viel anrichten. Ich würde erstmal anfangen, dass wir die erste Etage, also das hier mit Bruchstein machen. Im Prinzip das hier, die allererste Etage. Und danach fangen wir an, ich hier mit Holz eh. Also hier ziehe ich mit Holz raus, vielleicht das da unten. Aber sonst mit Bruchstein und dann fange ich an mit Holz. Aber das Ding ist so, keine Ahnung, der Tag war, ich will jetzt nicht rumnehmen und sagen, anstrengend für mich, weil, keine Ahnung, so ein anstrengender Tag war es nicht. Aber er war definitiv schwerer als sonst. Ja, und deswegen, ich finde es so entspannt, jetzt hier einfach zu chillen, ein bisschen zu plappern und nebenbei zu zocken. Ich finde das übelst entspannt oder entspannend, um es besser zu betonen. Ich muss unbedingt gucken, dass ich meine Tools verzauber, dass ich nicht alles, die ganze Zeit mit meiner Dia-Hacke ausheben muss. Beziehungsweise Eisenhacke, weil Dia ist mir zu wertvoll noch, um das mit Dia zu machen. Ich baue jetzt hier einen kleinen Keller. Ich glaube, von der Höhe her passt das ganz gut. Wir gehen mal noch eins runter. Und in dem Keller bauen wir dann halt alle Farmen, weil oben wächst ja bekanntlich nichts. Weil da ist überall alles voll mit Schnee. Und deswegen, dass wir hier ein bisschen ausheben und dann habe ich gleich Cobblestone, um zu bauen. Darum geht es mir nämlich gerade eher, dass ich halt Cobblestone habe, um einfach zu bauen, lol. Das ist echt wichtig.
vor allem die automatische Hühnerfarm braucht ja auch ihren Platz. Aber Hauptgrund ist erstmal, dass wir hier alles ordentlich anbauen können. Kartoffeln, Weizen, Karotten, ganz wichtig. Um auch Tiere später fortpflanzen zu können, die wir dann irgendwann hier hochbringen. Weil hier Tiere hochbringen wird, glaube ich, noch eine riesige Last. So. Anderthalb Stacks. Das Problem ist, ich kann gar nicht einschätzen, wie viel Stein ich brauche, um damit oben dann zu arbeiten. Das ist gerade so ein bisschen mein Problem. Also wirklich, kann es null einschätzen. Ich glaube, ich würde erstmal so zwei Stacks farmen. Oben in der Kiste liegt ja auch noch was. Und dann mal gucken. Das Ding ist, Leute, ich will irgendwie mal gucken, vielleicht kriege ich es in das Haus integriert, vielleicht irgendwie in den Garten des Hauses oder so, dass wir das Netherportal da machen und sobald das Haus halt fertig ist oder in so einem oder so weit, dass ich sagen kann, jo, ich bin damit einigermaßen zufrieden, dass wir dann im Prinzip das Netherportal anmachen und ich erstmal Nether gehe und da können wir ja dann Level farmen etc. für die Super Tools, dass wir dann nach anfangen können zu bauen. Ich denke mal, das ist dann am sinnvollsten. Ich würde jetzt hier noch zwei in die Richtung da machen und dann würde ich erstmal wieder hochgehen. Obwohl, ich schnapp mir gleich meine Dia. Ich schnapp mir jetzt schon meine Dia Pickaxe, weil ich glaube, das wird für euch gerade übelst langweilig, Alter. Ich finde es gerade auch übelst langweilig, Leute. Dann hebe ich hier noch einmal den Boden eins tiefer und dann können wir nämlich schon Erde hier unten reinpacken und einmal Wasser und dann können wir schon die ersten Sachen anbauen, damit wir genug Essen haben. Deswegen ist, ich habe ja relativ Glück mit meinen 2-6 Broten aus dem letzten Dorf, dass ich hier nicht verhungere. Und guck mal, hier ist sogar schon Erde, Alter. Was ein Glück. Was ein Glück. Wirklich. Feier ich. So. Das Ding ist, ich hätte letztes Mal, oder vorletzte Folge für euch, kam ja dieses geschnittene Video mit den besten Highlights aus den ersten 2,5 Stunden. Und ihr müsst euch wirklich vorstellen, ich kam so an und habe aufgenommen. Ich habe das übel enjoyed, ne? Ich fand das auch übel nice, so Welt erkundet und so. Eigentlich für euch auch übel spannend. Und dann gucke ich so und mir fällt so auf, fuck. Es hat einfach die ganze Zeit nicht aufgenommen. Das war schon übelst hart, Alter. Das war wirklich schon katastrophal so. Und dann habe ich erstmal so geguckt, ja, was wäre denn jetzt am besten? Ja, und dann habe ich es halt geschnitten. Ist ja auch eigentlich nicht so ein großes Ding mit dem Schneiden. Nur das Problem ist wirklich, dass ich manchmal die Meidungsfuchs halt einfach wirklich meine Zeit komplett auflutschen. Und ich dann nicht noch für 7 Tage die Woche alle Sachen schneiden will für die Let's Plays. Und das Problem ist, glaube ich, dass ich dann noch relativ schnell unzufrieden damit werde. Was bei mir übel schnell passiert, weil ich ein absoluter Perfektionist bin. Wie vielleicht manche wissen. Und was sind das für Bäume? Gibt es irgendwie neu generierte Bäume in der 1.14 oder habe ich irgendwas falsch gemacht beim Welterstellen oder soll das wirklich so sein einfach? Irgendwie sieht es halt schon nämlich hart komisch aus so. Also wirklich sehr, sehr komisch. Oder frieren die Blätter hier oben einfach und wachsen deswegen nicht oder hasst Minecraft mich einfach? Ich weiß es selber noch nicht so richtig, Leute. Es ist echt verwirrend alles. So, dann gucken wir mal kurz hier. Habe ich ernsthaft nicht mehr Erde als 19 Stück? Das ist traurig. Das ist echt traurig. Wir werden mal nach da drüben gehen und da mal kurz Erde holen, weil ich es nicht einsehe, dass ich jetzt irgendwo anders hingehe, um Erde zu holen. Weil eigentlich will ich die Landschaft ja nicht so viel kaputt machen. Aber ich brauche Erde. Ich brauche einfach die Erde. Es tut mir leid, liebe Landschaft. Es tut mir wirklich leid. Ich versuche das hier alles wenigstens so abzutragen, dass es etwas natürlich aussieht. Und nicht allzu komisch. Ich glaube, ein Stack Erde müsste schon reichen. Ja, ein Stack, super. Und dann gehen wir wieder nach Hause. Und Alter, das kann ein cooles Haus werden, wenn ich alles gut umsetze. Aber mal gucken. Das Ding ist, es wird ja erst der Anfang, Alter. Es kommt, wird hier alles voll und oh. Ich will auch irgendwann vielleicht eine Burg bauen oder sowas. Aber Burg kommt halt dann eher zum Schluss.
Aber mal sehen, ne? Mal gucken, was so alles mit sich bringt, was dieses Projekt und meine Kreativität an den Abenden, an denen ich einfach harte Tage hatte, was meine Kreativität dazu sagt. Und ich glaube, der halbe Stack geht super auf. Der halbe Stack, der Stack. Ja, super. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, wenn wir hier einfach in der Mitte des Raums, wenn wir hier einfach, können wir nicht einfach, lol, warte. 1, 2, 3, 3, 4, 3. Okay, Raum ist jetzt nicht ganz so symmetrisch. Aber es reicht tatsächlich, und ich will immer meine unendliche Wasserquelle dabei haben. Es reicht tatsächlich, wenn wir das da nur befeuchten, beziehungsweise da einfach nur einen Wasserblock hin tun. Und dann können wir da unten nämlich alles schon jetzt bepflanzen mit den verschiedenen Nahrungsmitteln. Alter, bin ich gerade krass am Sprechen. Und dann heißt es auf jeden Fall nie wieder Hungersnot. Wäre, glaube ich, so oder so nie passiert. Aber ja, und hier ist irgendwo bestimmt noch was ich hier anbauen kann, oder? Karotten, Kartoffeln hatten wir doch auch noch, oder? Nee, hatten wir nicht. Aber Kürbiskerne kann ich noch machen. Kürbiskerne. Und ja, hatten wir den wirklich nicht, glaube ich. Dann pflanze ich da unten jetzt gleich alles Mögliche einfach an. Damit wir davon auf jeden Fall genug haben. Und dann kann es nämlich in der Zeit, wo wir oben dann bauen, auch gleich alles wachsen. Oh nein, da muss ja dann die Fackel weg. Fackel, komm mal her, mach mal so. Zack. Und ich höre die ganze Zeit die Hühner. Ich muss auf jeden Fall diese automatische Hühnerfarm, die ich vorhab zu bauen, irgendwo ein bisschen entfernt bauen wenigstens, weil ich glaube, die wird richtig, richtig laut. Also die wird richtig nervig laut. Und da habe ich eigentlich eher weniger Lust drauf. So, also. Wir haben jetzt einmal Kürbiskerne. Dann können hier noch Kürbisse wachsen. Rote Beete. Und Karotten. So, dann kann hier überall Weizen hin. Und ich habe nicht genug Weizensamen dabei. Huch. Das war jetzt nicht meine Absicht. Dann hole ich noch die Weizensamen und dann können wir direkt, glaube ich, erstmal ins Bett gehen. Ja, mehr Samen gibt es nicht. Okay. So, Schneebälle weg und dann würde ich sagen, fange ich jetzt gleich an, wenn ich im Bett war, mit dem Weiterbau unseres bisher Birkenstammgemisches. So Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und schreibt gerne in die Kommentare Anregungen, was ich noch alles so machen soll. Das würde mich wirklich interessieren. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.